Hallo, jetzt sehe ich, kommen schon die Leute rein. Warten wir vielleicht noch ein paar Sekündchen, bevor es mit dem nächsten Vortrag weitergeht. Genau. Um was es geht, sehen wir ja schon mal. Aber ich würde mal sagen, warten wir noch 30 Sekunden und dann stelle ich den Sebastian kurz vor und dann geht es schon los. Ich denke, das passt einfach. Genau. Dann würde ich mal sagen, hallo zusammen nochmal als nächstes und hören und sehen wir dann auch den Vortrag von Sebastian Selch. Sebastian ist seit 30 Jahren im Online-Marketing tätig und hat dabei vom Familienunternehmen bis zum Konzern viele Arbeitsfelder kennengelernt. Er ist bei der Deutschen Bahn Kampagnenmanager und hat Mautic vor 3 Jahren eingeführt. Und im vergangenen Jahr hat die Agentur Leuchtfeuer den Deutschen Bahn-Etat gewonnen. Und seitdem, worüber Sebastian gesagt hat, freut er sich besonders, hat auch die Deutsche Bahn bereits einige Contributions zu Mautic beigetragen. Sowas freut auch mich immer zu hören. Also wenn ein großes Unternehmen Mautic nutzt und dann eben auch was an die Community zurückgibt. Und jetzt würde ich aber sagen, genug der Vorrede. Sebastian, deine Bühne ist frei. Ich schalte nochmal Webcam aus und Mikrofon und dann darfst du loslegen. Ja, vielen Dank, Matthias, für die freundlichen Worte, für die Gelegenheit, hier bei der Mauticon sprechen zu können. Das ist meine erste Mauticon. Freue mich außerordentlich, dabei zu sein. Ich habe das Vergnügen, euch die nächsten, 30 bis 40 Minuten mal vorzustellen, wie wir bei der Deutschen Bahn Mautic nutzen. Meine Business Division bei der Deutschen Bahn ist tatsächlich Bahn Business, also die B2B-Sparte vom deutschen Fernverkehr. Jetzt hängt gerade die Präsentation. Ah, jetzt geht's weiter. Und insofern habe ich mir gedacht, wäre es doch sinnvoll, dass ich euch mal kurz Bahn Business vorstelle. Ansonsten sieht die Route von heute vor, dass ich euch Mautic oder erkläre, wie Mautic in der Systemlandschaft der DB eingebettet ist. Und dann habe ich euch noch 3 Mautic Use Cases aus der Praxis mitgebracht, die, glaube ich, sehr gut auch auf andere Unternehmen übertragbar sind. Ja, also die Bahn, denke ich, werden ja alle von euch kennen. Und Bahn Business, denke ich, ist noch nicht so bekannt. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob Bahn Business was für euch oder euer Unternehmen ist, ist es so, dass Bahn Business sich dann für euer Unternehmen rentiert, wenn euer Unternehmen viele Bahnreisen organisiert. Einzelne Business-Tickets kann man natürlich immer im Privatkundenbereich bei Bahn.de kaufen. Wenn ein Unternehmen aber jetzt doch eine Menge Reisende hat, die viele verschiedene Bahncards nutzen, regelmäßig Tickets kauft, storniert und so weiter, dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Und hier bietet Bahn-Business-Unternehmen einen verbesserten Zugang. Wir haben spezifische Online-Tools, die skalierbar sind, von kleinen mittelständischen Unternehmen bis zum Großkonzern, wo man wirklich von einzelnen Bahnreisen bis zu 100.000 Reisende so einen Account verwalten kann. Ansonsten rentiert sich Bahn Business noch für Unternehmen, wenn das Unternehmen sehr großen Wert auf CO2-Einsparungen bei Geschäftsreisen legt. Das ist ja ein Thema, was heute immer wichtiger wird und was tatsächlich auch für unsere Kunden oder bei unseren Kunden an Bedeutung gewinnt. Jetzt ist es so, dass die Bahn per se schon, glaube ich, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist für Geschäftsreisen, jetzt mal vom Fahrrad abgesehen. Aber leider ist auch die Bahn noch nicht komplett CO2-frei. Es liegt daran, dass einige Strecken auf dem Land noch nicht elektrifiziert sind. Und es gibt auch noch nicht genügend Ökostrom, um den kompletten Bahnbetrieb mit Ökostrom betreiben zu können. Deswegen ist das Angebot von Bahn Business, dass wir CO2-Emissionen, die auf der Reise entstehen, vergrünen. Das heißt also, hier erwerben wir Zertifikate, mit denen diese Emissionen freigestellt werden. Das ist anders als beim Privatkundenbereich. Und last but not least können Unternehmen oder dann rentiert sich Bahn Business für euer Unternehmen, wenn ihr bei Bahnreisen Kostenvorteile nutzen möchtet. Wie das konkret aussieht, habe ich euch jetzt mal mitgebracht anhand eines Beispiels eines realen Kunden. Das ist eine große deutsche Unternehmensberatung. Die hat für 10.000 Dienstreisen im Jahr 2022 einen Verkehrsmittelvergleich angestellt zwischen dem Pkw, zwischen Flug und Bahn und hat festgestellt, dass gegenüber dem Pkw es möglich war, die Kosten um 2,3
3 Millionen Euro zu senken, gegenüber dem Flug immerhin noch um 900.000. Und auf der rechten Seite, das ist nun nicht Bahn-Business-spezifisch, sondern gilt allgemein für die Bahn, hat das Unternehmen oder die Unternehmensberatung festgestellt, dass klar die Produktivität gestiegen ist, weil die Berater eben statt irgendwie im PKW im Stau zu sitzen, die Zeit nutzen konnten, um an ihren Laptops auf der Reise zu arbeiten. Die haben eben für 10.000 Geschäftsreisende Produktivitätszuwachs im Wert von 2,4 Millionen Euro verzeichnet. Ja, unsere Kunden sind ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. Von dem kleinen mittelständischen Unternehmen, kleine Dienstleistungsgesellschaft, kleine Agentur, manchmal auch mittelständische Handwerksbetriebe, bis hin zu Großunternehmen ist alles vertreten. Großunternehmen oder Großkonzerne bei uns sind sämtliche DAX-Konzerne vertreten. Größter Einzelkunde ist natürlich der Bund mit solchen Einzelorganisationen wie der Bundeswehr. Klar, die meisten Kunden haben wir auf der linken Seite, den meisten Umsatz pro Unternehmen machen wir auf der rechten Seite. Ja, und wo kommt jetzt das Marketing ins Spiel? Bestandskundenmarketing bei Bahn Business ist Verkaufsförderung. Hierfür nutzen wir fast ausschließlich Mautic. Und mit Mautic bedienen wir all diese Kundengruppen, die ihr dort seht. Die Use Cases, die ich mitgebracht habe, kommen aber ausschließlich aus dem ganz linken Bereich, weil ich denke, dass diese Use Cases am ehesten auf andere Unternehmen übertragbar sind. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu Bahn Business. Wir sind eine kleine, aber feine Business Division in der Deutschen Bahn. Wir haben 40.000 Kunden. Weil wir die B2B-Sparte sind, sind Kunden bei uns Unternehmen. Hier haben wir rund 120.000 Ansprechpartner, mit denen wir in der Regel kommunizieren. Die Business Division hat 130 Mitarbeitende und wir peilen einen Umsatz von 1 Milliarde Euro an. Das war unsere Sprungmarke in 2019 und da sind wir recht zuversichtlich, dass wir das jetzt auch bald wieder erreichen werden. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum so ein großes Unternehmen wie die Deutsche Bahn tatsächlich Mautic nutzt in Open Source Software. Und in der Tat war bei der Systemauswahl auch Mautic gar nicht primär auf der Pole Position, sondern hier wurde uns eine Konzernlösung vorgeschlagen, die mit S anfängt und was mit Kraft zu tun hat. Und da hat sich aber herausgestellt, dass die ja eigentlich eine Closed-Shop-Lösung ist. Und man bekommt gleich Daten rein, aber man bekommt so gut wie gar nicht mehr Daten raus oder wenn, dann sehr unstrukturiert eben. Und tatsächlich wäre bei dieser Alternativlösung, wären alleine Lizenzkosten in Höhe von 300.000 Euro im Jahr angefallen für die Bahn. Und das war natürlich für uns ein Painpoint, vor allem aber schätzen wir an Mautic sehr und deswegen ist die Entscheidung für Mautic gefallen, die vollständige Freiheit bei der Integration von neuen Funktionen und externer Software. Bei dem anderen Anbieter wären wir selbst mit so einem Etat von 300.000 Euro Lizenzkosten eben nur ein kleiner Player gewesen und hätten bei Feature Requests uns ganz hinten anstellen müssen. Ja, wie nutzen wir diese Freiheiten von Mautic bei der Integration von neuen Funktionen und neuer Software? Zunächst nochmal das Mautic-Ökosystem. Wir sind gehostet bei Amazon. Wir haben Amazon dazu bewegen können, dedizierte Server für uns in Deutschland zu hosten und die tatsächlich DSGVO-konform zu betreiben. Das war im Rahmen von einer Verhandlungsrunde entstanden, die tatsächlich 2 Jahre gedauert hat. Ich war nicht beteiligt, aber ich glaube, da sind jetzt alle Beteiligten sehr froh darüber. Unser Mautic ist vollständig in Siebel Oracle integriert, also unser CRM. Und eine der wichtigsten Prämissen bei uns ist das Thema Sicherheit. Für die Bahn ist Sicherheit tatsächlich kein Lippenbekenntnis oder nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Praxis. Das liegt daran, dass die Bahn als zweitgrößter E-Commerce-Anbieter Deutschlands ausgesprochen häufig betroffen ist von versuchten Hackerattacken. Und deswegen legen wir allergrößten Wert auf Sicherheit, Datensicherheit, Sicherheit unserer Integrität, unserer Datenstrukturen. Das hat bei uns technische und organisatorische Implikationen. Organisatorischen sieht man so ein bisschen auch daran, wie das Team aufgestellt ist. Wir haben eine strikte Trennung zwischen tatsächlich dem
Betrieb der Software und, und der Anwendung, also auf Produktivsystemen, haben eben Adminrechte ausschließlich das DevOps-Team, die wiederum niemals Hand anlegen an die Anwendungen der Software, also Anwendungsbetrieb. Wir haben dann auf der anderen Seite haben wir Mautic-Entwickler und Siebel-Integratoren. Unsere Mautic-Entwickler sind die Agentur Leuchtfeuer. Siebel-Integratoren, die eben nur in Vorumgebungen arbeiten. Genau, und an letzter Stelle kommen dann Anwender wie ich und Kollegen von mir. Ja, wie nutzen wir Mautic? Also wie nutzen wir die Freiheiten, die Mautic so bietet, um eigene Features zu integrieren? Wir benutzen das zum einen über Mautic-Plugins. Hier haben wir 5 Plugins programmiert, von denen ich euch 4 mitgebracht habe, kommen aus den Bereichen Permissions, Datenschutz, Kampagnen und E-Mails. An erster Stelle aus dem Bereich Permissions, wir haben ein Preference Center Plugin uns programmieren lassen. Hier seht ihr die Webseite, die wir den Kunden auch anbieten, um ihre Kontaktpräferenzen zu editieren, Permissions zu erteilen oder zu entziehen. Das ist ja, denke ich, nichts Ungewöhnliches. Bei uns war das allerdings doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden, das eben so zu integrieren, dass hier Veränderungen in diesen Permissions in Echtzeit eben auch im CRM ankommen und ja durch diese ganzen Sicherheitsarchitekturen durchlaufen. Das zweite Plugin, was ich euch mitgebracht habe, ist der Contact Anonymizer. Die Deutsche Bahn hat sehr hohe Anforderungen, was die Datensicherheit und Integrität der Daten anbetrifft. Und das führt dazu, dass wir personenbezogene Daten niemals aus gehärteten Umgebungen exportieren dürfen. Zu gehärteten Umgebungen zählt bei uns auch der Mautic-Stack. Und deswegen müssen wir automatisiert natürlich personenbezogene Daten von Kontakten verhashen, sobald die das System verlassen. Das passiert in Mautic standardmäßig über Mautic Reports oder über Exporte, jetzt beispielsweise aus der Kontaktübersicht. Dann habe ich euch noch ein weiteres Plugin mitgebracht, das ist der Personalization Forwarder. Eine typische Business-to-Business-Anwendung, würde ich sagen. Bei uns ist es so, dass wir mit Ansprechpartnern in Unternehmen kommunizieren, denen ein unternehmensindividuelles Angebot erstellen, über Mailings antriggern, das dann auf Webseiten stellen. Und oftmals wollen diese Ansprechpartner diese unternehmensindividuelle Angebote auch innerhalb ihres Unternehmens publik tun. Dort ist es aber das Dilemma, dass viele von den Unternehmensmitarbeitern gar keine Mautic-Kontakte sind und deswegen natürlich nicht per se frei Haus diese Personalisierung mitbekommen. Deswegen haben wir uns hier ein Plugin programmieren lassen, das eben es uns ermöglicht, hier Parameter mit jeder Personalisierung mitzugeben, die, wenn der Ansprechpartner den Link teilt, dann eben auch persistieren bei Ansprechpartnern, die nicht in Mautic bekannt sind. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich rübergebracht. Das ist aber für uns ein sehr praktisches Plugin. Und last but not least verwenden wir ein Plugin, um E-Mail-Templates zu editieren mit vorgefertigten Template-Blocks. Hier haben wir, das sind so spezifische Feedback-Blocks beispielsweise, die es mir als User ermöglichen, sehr schnell neue E-Mails mit diesen Blocks zu generieren. Ja, das waren die Plugin. Habe ich euch noch 3 Dinge mitgebracht, die aus Sicht der Deutschen Bahn bei Mautic Killer Features sind, die das Arbeiten mit Mautic oder generell mit dem Kampagnenmanagement-Tool sehr stark erleichtern. Das ist für uns ganz klar der Dynamic Content zur Zielgruppendifferenzierung. Ich glaube, hier brauche ich nicht näher drauf eingehen. Ich habe jetzt heute mal geschaut, wir haben in 2023 schon über 80 E-Mails an Kunden rausgeschickt, jeweils differenziert in viele Zielgruppen. Das wäre ohne Dynamic Content gar nicht denkbar. Das zweite Feature, was wir auch täglich nutzen, ist das Absorten von Kontakten mit Kampagnenspezifikationen. Wir haben bei jedem Ansprechpartner aufgrund der direkten Anbindung ans CRM sehr viele Werte hinterlegt. Also sind da schon am Limit der Leads-Database von Mautic für die Anlage von neuen Feldern. Und hier verwenden wir quasi
Platzhalter-Datenfelder, die wir mit jedem Import neu überschreiben, um dann Kontakte mit Kampagnenspezifikationen anzureichern und dann entsprechend in der Kampagne auszusteuern. Das ist für uns sehr, sehr praktisch. Und das dritte Killer-Feature, was ich euch mitgebracht habe, das habe ich euch als Beispiel mitgebracht, ist der Legacy-Editor in Verbindung mit Chrome untersuchen. Ist etwas, was wir unfassbar häufig nutzen und was uns die Arbeit sehr, sehr erleichtert. Jeder von euch kennt es ja wahrscheinlich, wenn man jetzt zu Demo-Zwecken beispielsweise auf einer Webseite mal schnell was editieren will, ohne irgendwie im Template rumzumachen, nutzt man hier, kann man einfach mit rechter Maustaste untersuchen. In Chrome kommt man hier auf den Quellcode und kann dann ein Item editieren. In dem Fall zum Beispiel jetzt hier dieser Balken auf der Landingpage, der jetzt hier die Quartale anzeigt, den einfach mal schmaler machen. So, sobald die Session refreshed wird, ist in der Regel diese Änderung weg. Wir haben herausgefunden, dass wenn ich diese Funktion nutze innerhalb des geöffneten Template-Builders und dann auf Speichern drücke, dann persistiert diese Änderung. Das ermöglicht es uns in einem sehr, sehr schnell E-Mail-Templates, Landing-Pages, alle Stellen des Quellcodes mit ein paar Klicks zu editieren. Und das hat unsere Arbeit enorm beschleunigt. Deswegen habe ich das auch mit einem weinenden Auge vernommen, dass jetzt der Legacy-Builder bald abgelöst wird. Ja, ist schade. Aber vielleicht lässt sich ja der eine oder andere nochmal erweichen, die Entscheidung zu überdenken. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zu den Mautic-Use-Cases. Ich habe euch heute drei Use-Cases mitgebracht, die wir als kontinuierliche Kampagnen aussteuern. Das eine ist ein Onboarding-Use-Case, das zweite ist ein Use-Case, den wir Kontoauszug genannt haben und das dritte ein Churn-Prevention-Use-Case. Der Onboarding-Use-Case, ja, die Bahn Business gewinnt erstaunlich oder erfreulich viele Neukunden. Klar, wir haben natürlich auch die trafficreichste deutsche Webseite nach Amazon. Da haben wir das Glück, dass dadurch natürlich viele User dann auch im Business-Bereich landen, die kostenlose Anmeldefunktion nutzen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch möglichst viele von diesen Usern dazu bewegen, regelmäßig bei uns zu bestellen, kaufaktive Kunden zu werden. Und wir haben festgestellt, dass wir knapp 50% der Nutzer, die dort landen, dass die tatsächlich nicht kaufaktiv sind. Wurden und haben jetzt nach einem Weg gesucht, das zu verbessern. Klar, wenn man sich unser Produktportfolio anschaut und unsere Buchungslösungen, sieht man sehr schnell, dass die Bahn A, ein komplexes Produktportfolio hat und B, auch diese Buchungslösungen im Moment noch nicht wirklich intuitiv sind. Und hier haben wir experimentiert mit einer Onboarding-Strecke, die wir per E-Mail versenden. Die besteht aus 6 E-Mails, die wir in 7 Wochen verschicken. Hier stellen wir die wichtigsten Funktionen vor des Geschäftskundenportals und die wichtigsten Tarife und Angebote. Und damit ist es uns gelungen, nach Einführung innerhalb dieser Zielgruppe der Neukunden oder Neuanmelder tatsächlich einen Umsatzhub von 30% zu realisieren. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben, wie gesagt, 7 E-Mails, die wir hintereinander verschicken, in der wir jeweils andere Funktionen bzw. Tarife erklären. Der Versandrhythmus dieser E-Mails ist in etwa, also ist eine E-Mail pro Woche bis auf die letzte. Da haben wir dann einen 14-Tage-Rhythmus. Und hier haben wir tatsächlich mehrere Monate an dieser Neukundenstrecke experimentiert, haben das immer weiter optimiert durch die Betrachtung der Abbruchquoten, um eben die optimale Verteilung der Inhalte und den optimalen Rhythmus zu finden. Nach der Mail 6 ist eigentlich nicht mehr Teil dieser Schiene, ist aber eigentlich noch gedanklich mit dazu zu denken. Und auch das ist mit Mautic natürlich sehr einfach zu realisieren. Machen wir dann nochmal so eine Abfrage, ist der Kunde kaufaktiv geworden oder nicht? Wenn der Kunde nicht kaufaktiv geworden ist, dann kommt er automatisch in unsere Churn Prevention Kampagne rein. Verzeichnen wir einen Umsatz, der auch noch innerhalb von einer bestimmten Losgröße, also Umsatzhöhe, liegt, dann teilen wir dem Kunden mit, dass er dann einen zusätzlichen Geschäftskundenrabatt, wie das bei uns heißt, von
3% enthält. Ja, ist eine super coole Sache und mit Mautic vollkommen bequem, weil es eine vollautomatisierte Kampagne ist. Das Einzige ist, man muss es natürlich regelmäßig reporten, um die Kampagne eben weiter zu optimieren. Die nächste Kampagne, die ich euch mitgebracht habe, ist so eine Art Kontoauszug, die wir regelmäßig an Kunden verschicken. Das heißt bei uns intern Umsatzmailing. Wir verschicken die Kampagne einmal pro Quartal und in dieser Kampagne kommunizieren dann unsere Kunden ihre aktuellen Umsatz- und Umweltkennzahlen. Und für unsere Kunden ist das immer so ein Anlass, auch sich mal wieder mit ihrem DB-Account zu beschäftigen, zu schauen, wie viel Umsatz ist denn da geflossen und auch immer mal zu schauen, was gibt es denn noch für weitere Möglichkeiten, Reisekosten zu optimieren beispielsweise oder ähnliche Dinge. Dieses Umsatzmail ist eine zweistufige Kampagne, besteht aus der einen in der ersten Stufe aus einer E-Mail. In dieser E-Mail geben wir gleich drei der wichtigsten Kennzahlen dem Kunden preis, nämlich die aktuellen Ausgaben mit der Deutschen Bahn, die CO2-Ersparnis, die er in demselben Zeitraum vollzogen hat und den aktuellen Geschäftskundenrabatt. Die Zahlen, die ihr hier seht, sind Dummy-Zahlen, deswegen nicht weiter beachten. Und dann nutzen wir diese E-Mail auch immer noch mal, um zwei Optimierungstipps den Kunden mitzugeben. Klickt der Kunde dann auf Mehr erfahren, kommt er auf eine Webseite, Mautic Landing Page, eine personalisierte Mautic Landing Page, wo er nochmal differenzierte Kennzahlen sieht. Diese Umsatzkennzahlen kommentiere ich jetzt mal nicht weiter, weil die sehr spezifisch sind für das Geschäftskundenprogramm. Wo ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen möchte, sind unsere Umwelteinsparungen oder Umweltkennzahlen. Hier haben wir festgestellt, dass wir ein wachsendes Interesse unserer Kunden haben. Bei den größeren Kunden geben wir diese Kennzahlen tatsächlich auch testiert durch den TÜV an die Kunden weiter. Und das sind Kennzahlen, die dann eben in Umweltreports beispielsweise verarbeitet werden und die in Nachhaltigkeitsreportings einfließen. Bei den KMUs könnte man meinen, naja, diese unterliegen nicht denselben Reportpflichten wie Großkonzerne, aber hier ist die Nachfrage sehr, sehr groß. Und das ist auch immer ein Anknüpfungspunkt für Kunden, um mit uns wieder in Kontakt zu treten. Was geben wir hier für Zahlen an den Kunden aus? Das ist zum einen, ist es die zurückgelegte Gesamtstrecke, Bahn, Deutsch, Personenkilometer. Und dann kommunizieren wir die eingesparte Menge CO2. Eingesparte Menge CO2, klar, braucht einen Vergleichswert, weil die ja mit der Bahn per se null ist, weil wir ja, wie ich gesagt habe, alle bahnfahrtbezogenen Emissionen vergrünen. In dem Fall ist es dann der Vergleichswert zu einer Fahrt im Pkw mit einem Euro-Diesel, mit einem aktuellen Euro-Diesel. Ich glaube, das ist Euro-Diesel 5. Ja, ich denke, das ist etwas, was möglicherweise auch für andere Mittelständler eine interessante Überlegung ist, sowas doch auch an Kunden weiterzureichen. Ich glaube, dass hier dass das Interesse immer weiter steigen wird und letzten Endes ja auch aufgrund der zunehmenden Reportpflichten. Das letzte Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, ist unsere Nullbucher-Reaktivierung, ein Mailing zur Churn Prevention. Das verschicken wir halbjährlich. Das ist bei uns sehr clever aufgebaut. Das ist aufgebaut als eine Umfrage mit einem Reaktivierungsincentive. Es hat eine sehr hohe Aktivierungsquote und das habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Das ist eine dreistufige bzw. vierstufige Kampagne, deren erste Stufe so eine E-Mail ist, die wir an den Kunden rausschicken, die wir öffnen mit der Frage, wann buchen Sie wieder bei Bahn Business? Dann schicken wir den Kunden hier auf eine 8-Felder-Matrix mit verschiedenen vorgefertigten Antworten, warum man nicht bei Bahn Business bucht. Wie sind wir auf diese Antworten gekommen?
Wir haben ein Callcenter, was täglich viele hundert Kundengespräche durchführt und so natürlich den Ohr auch am Puls der Zeit hat und so die wichtigsten Issues unserer Neukunden kennt, darin kaufaktiv zu werden oder die wichtigsten Barrieren kennt, die Neukunden davon abhalten, kaufaktiv zu werden. Wenn sich der Kunde, ja, was sind das für Fragen? Also wann buche ich wieder bei Bahn Business? Zum Beispiel, wenn ich mich im Portal zurechtfinde. Oder sobald ich meine Login-Daten wiederfinde oder wenn wir nicht nur mit Kreditkarte bezahlen müssen. So, wenn der Ansprechpartner auf eins dieser Kacheln draufklickt, dann wird er auf eine Webseite geschickt, wo die Antwort, die geklickt hat, dann gehighlightet ist. Also warum sollte ich? Mir sind keine Vorteile bekannt bei Bahn Business. Und hier geben wir ihm gleich noch Tipps, wie er diese Barrieren überwinden kann. In dem Fall natürlich Argumente, warum er doch bei Bahn Business buchen sollte, nämlich um die Vorteile des klimaneutralen Bahnreisens nutzen zu können, um umfassende Report-Möglichkeiten nutzen zu können, Bahntickets einfach zu buchen und zu stornieren und so weiter und so fort. Das Schicke daran ist, dass wir zum einen damit natürlich Kunden reaktivieren, auf der anderen Seite aber auch ein permanentes Stimmungsbild haben über aktuelle Issues, die wir mit Neukunden haben. Kurz nachdem er diese Auswahl getroffen hat, wird eine E-Mail angetriggert, natürlich vollautomatisch mit Mautic, mit einem 10-Euro-Coupon, der rausgeht. Dieser ist übrigens kein echter Couponcode für all die, die jetzt ihr Notizbuch gezückt haben und das versuchen bei der nächsten Bahnreise einzulösen, wird nicht klappen. Genau, also hier geben wir ein Incentive dafür für die erste Buchung bei Bahn Business. Interessanterweise wird dieser Couponcode gar nicht so häufig genutzt. Wir stellen aber fest, dass insgesamt dieses Mailing ausgesprochen gut darin wirkt, unsere Neukunden zu aktivieren. Vielleicht auch zu reminden, dass sie überhaupt sich dieses Konto angeschafft haben und doch in Zukunft ihre komplexen Buchungen von vielen Bahntickets über Prico dann dort zu zentralisieren in ihrem Business-Account. Ja, sind wir doch einiges vor der Zeit. Ich bin aber schon durch den Vortrag. Gibt es denn Fragen? Ja, gibt's. Dann blende ich doch gleich mal ein, hier von Tamara Kasube. Mhm. Und zwar möchte sie wissen, aus welchen Gründen verwendet ihr eine Mautic Landing Page anstatt eine Seite aus dem Content Management System? Ja, das ist eine Frage, die ich sehr bahnspezifisch beantworten muss. Content Management System würde bei uns bedeuten, dass wir die Leute oder die Ansprechpartner auf bahn.de schicken. Und bahn.de soll erklärtermaßen ausschließlich produktspezifische Informationen bieten und keine Verkaufsförderung machen. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, ja, die auf ein CMS zu schicken, wäre sicherlich sinnvoll, geht aber bei der Bahn aus internen Gründen nicht. Mhm. So gesehen kann man sagen, toll, dass Mautic das Landingpage hat. Also ich kenne viele, die sie zum Beispiel gar nicht nutzen und sagen, sie nutzen es ja woanders, aber es ist ja auch wieder ein Grund zu sagen, hey, muss drin bleiben. Genau. Ja, so eine Landingpage ist ja im Prinzip, ich vergleiche das immer mit so einem Angebotsflyer. Das ist so eine Standalone-Kommunikation zu einem singulären Thema und lenkt dann auch nicht ab durch irgendeine komplexe Navigation oder dass man den Kunden noch woanders hinschickt. Und bei uns sind die Landingpages auch so aufgebaut, dass man einen klaren Call to Action, eine klare Response-Möglichkeit hat und die funktionieren sehr, sehr gut bei uns. Mhm. Hört sich gut an, das ist ein sehr praktisches Feature von Mautic. Dann mache ich das mal als Beantworter. Dann haben wir noch eine Frage hier vom Andreas Kopp, sage ich auch mal. Mhm. Welche Überlegungen gibt es für das E-Mail-Building in Zukunft, eben anstelle des Legacy-Editors? Also erwartet ihr da größere Aufwände, zum Beispiel was eure bisherigen DB-Slots angeht und so weiter? Gute Frage. Das ist tatsächlich ein Work in Progress. Wir haben da natürlich jetzt schon auch die Umstellung auf Mautic 5 im Auge und alle damit verbundenen Änderungen. Aber in der Tat stehen wir da jetzt zu Beginn des Prozesses und evaluieren jetzt da gerade verschiedene Lösungen mit unserer Agentur. Mhm. Also wenn da jemand gute Angebote zu machen hat, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau.
Okay, dann schauen wir mal. Na, mich würde aber mal interessieren, ob es noch andere User gibt, die den Legacy Editor so verwenden, also dieser Untersuchen-Funktion, die dann persistente Änderungen ins Template schreibt. Also falls das jemand von euch macht, gerne im Nachgang dann mir mailen, fände ich spannend. Genau, ja, also du gerne hier melden oder sollen sie sich bei dir melden oder wie meinst du jetzt, dass wenn jemand sagt, er nutzt das mehr und würdest dich gerne austauschen, habe ich es richtig verstanden oder? Ja, genau, klar. Okay, dann kannst du ja, wenn du magst, ja deine E-Mail-Adresse oder den Chat oder so tun, wenn jemand hier da ist, der sagt, dann kann ich das ja, wenn du möchtest, auch irgendwie hier kurz einblenden. Das heißt, sollte jemand das später in der Aufzeichnung sehen, wenn du magst, dann... Und vielleicht können wir ja die Mautic-Community dazu bringen, dass sie doch noch am Legacy-Builder festhält. Oh, das wird... Vielleicht müssen wir euch den neuen Editor ein bisschen schmackhaft machen oder... Keine Ahnung, ja. Mich würde auch noch ein bisschen so interessieren, ich kann es ja auch mal als Frage reinstellen, dass wir es eingeblendet haben. Ach, oben, ich sehe gerade, das war deine E-Mail-Adresse, die kann, im Moment kann ich ja, die kann ich nachher, blende ich nachher ein am Schluss, dann hat man es auf jeden Fall. Ja, gerne. Genau, ich kann es hier auch so einblenden. Einfach mal, mich würde so ein bisschen interessieren, was waren so eure größten Schwierigkeiten, mit denen ihr eben einfach am Anfang oder auch beim Betrieb vom Mautic so ein bisschen gekämpft habt, wo er sagt, das waren so Herausforderungen, wo ich vielleicht einfacher gewünscht hättet, oder? Ja, also bei uns kommen tatsächlich die größten Schwierigkeiten bei dem Betrieb von Mautic aus der Sicherheitsarchitektur heraus. Also auch unsere Entwickler beispielsweise, die dürfen nur entwickeln auf so virtuellen Desktops, mit einem extrem eingeschränkten, also mit einem sehr eingeschränkten Internetzugang. Die müssen auf unseren Bahn-Repositories beispielsweise arbeiten. Das macht die Sache, macht es wahnsinnig schwierig, schon eigene Code-Repositories zu nutzen, die erstellt wurden, wenn ich mich recht erinnere, sodass wir hier einfach einen deutlich größeren Entwicklungsaufwand haben im Vergleich zu anderen Projekten, die eben nicht hinter so einer Sicherheitsglocke sind. Eine zweite Sache ist natürlich, dass wir, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für das Publikum zu technisch ist, aber wir haben eine Trennung zwischen dem internen Host und dem externen Host. Interner Host ist der, der eben bahnseitig nur innerhalb des VPNs erreichbar ist. Der externe Host, der auch Internet exponiert ist, und durch diese Trennung von internem und externem Host können wir verschiedene Kernfunktionen von Mautic so frei Haus nicht nutzen. Also sowas wie zum Beispiel eine Segment-E-Mail, und es führt zu verschiedenen Fehlern. Da ist jetzt Leuchtfeuer dabei, durch verschiedene Dinge, die uns das Leben schwierig machen. Internet, schauen wir mal. Jetzt glaube ich kurz das Internet weg. Jetzt bist du wieder da. Was war das Letzte, was du gehört hast? Leuchtfeuer gerade dabei und dann warst du weg. Genau, Leuchtfeuer ist gerade dabei, das zu fixen für alle, denen das noch genauso geht. Für uns bedeutet oder haben in der Vergangenheit diese Probleme bedeutet, dass wir zum Beispiel keine segmentbasierten E-Mails verschicken konnten. Mhm. Und dass verschiedene Kernfunktionen bei uns auf Fehler geführt haben. Und dazu kommen natürlich noch so andere Dinge wie Web Application Firewall, die bei uns mitunter sehr restriktiv programmiert ist und die bei neuen Features dann auch immer mit kalibriert werden muss, was die Entwicklung wahnsinnig aufwendig macht. So dass also die Beschränkungen bei uns gar nicht in Mautic selber liegen, sondern hauptsächlich in unseren Sicherheitsprozesse oder verstehe. Ich hätte noch was mich so ein bisschen interessieren würde. Ich kann es auch mal so ein bisschen, mich würde interessieren, was wünscht ihr euch denn so? Oder was würdet ihr denn bei der Mautic-Fee bestellen als neue Features? Oder auch so ein bisschen, wie geht denn die Reise vielleicht weiter? Habt ihr schon Planungen, wo ihr sagt, das in die Richtung bewegt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das? Ja, ich bin natürlich sehr geflasht von den Vorträgen heute von Santiago und Joey zu der Integration von ChatGPT. deswegen, aber ich denke, das ist natürlich. Wie heißt dann die Frage, liebes ChatGPT, wohin empfiehlst du mir, dass ich jetzt mit der tollen Deutschen Bahn als nächstes reise, wo ich, Naja,
Ich als Kampagnenmanager würde mir da natürlich, wie gesagt, wir haben im Moment haben wir eine irre hohe Schlagzahl von Kampagnen und da Tools zu haben, die einen die Erstellung von Kampagnen also automatisieren oder teilautomatisieren zumindest, wäre schon eine irre Erleichterung. Oder beispielsweise auch bestehende Kampagnen reviewen, ob es da irgendwelche logischen Fehler drin gibt. Aber auch zum Beispiel das Thema Monitoring von Prozessen. Es gibt ja sehr viele komplexe Prozesse, die parallel laufen, die irgendwie auf einen Fehler führen können, die man als User dann manchmal erst leider zu spät bemerkt, die ohne Logik im Hintergrund oftmals auch einen großen Aufwand machen, die dann irgendwie manuell oder semi-manuell zu kontrollen. Und das fände ich schon sehr cool, wenn Mautic da besser werden würde oder vielleicht auch mit Hilfe von KI besser werden. Okay. Ich habe gesehen, da Andreas Kopp hat vorher, klick mir hier mal auf Ansatz noch, kann ja auch noch einblenden und Feedback im Chat gegeben. Also diese Challenges, ich glaube, das bezog sich wahrscheinlich auf diese Sicherheits- und Trennungsgeschichten. Sagt er, haben wir gelöst mit dedizierten Engine-Proxys, also dass nichts nach außen exponiert wurde und so weiter. Also gibt wohl andere, die das ähnlich haben. Ja. Die das genau. Problem auch haben. Ja, wie gesagt, Leuchtfeuer hat da jetzt einige Patches bereitgestellt, die das Problem also auch ohne die beschriebene Lösung lösen. Vielen Dank nochmal auch an der Stelle. Jo. Ich habe jetzt auch mal nochmal deine E-Mail-Adresse eingeblendet, sebastian.selch@deutschebahn.com. Das heißt, wenn jemand, da ging es ja mit dem Legacy-Editor, noch mehr vorhat oder den gerne behalten und so weiter wollen würde oder irgendwie Kontakt zu dir wünscht, dann ist das später auch in der Aufzeichnung drin, dass man dich da kontaktieren kann. Also sehr gerne. Ich finde zum Beispiel auch super, wenn ein bekanntes, großes Unternehmen Mautic nutzt, weil ich sage jetzt mal, es ist auch mal so, wenn eine Software wie Mautic, die vielleicht bei vielen jetzt nicht so bekannt ist, weil die jetzt nicht so ein großes Marketingbudget oder sehr wenig Marketingbudget im Hintergrund hat. Und da ist, denke ich mal, sicher das auch toll, wenn du als jemand von der Deutschen Bahn einen Vortrag machst und sagst, so ein großes Unternehmen hat sich für Mautic entschieden und sagt, das ist eine gute Geschichte. Das ist, alleine das, denke ich mal, spricht ja auch für Mautic, dass man sagt, schau mal, hier ist eine Software, die kann auch im richtig großen Einsatz gut verwendet werden. Und also allein deswegen danke dir, dass du hier den Vortrag machst, ein bisschen da aus dem Bahn-DB-Nähkästchen plauderst sozusagen. Genau. Und ja, wenn es noch, schauen wir mal, ob es noch Fragen gibt. Oder hast du noch was, wo du sagst, was du vergessen hast zu erwähnen oder irgendwas, wo du, jetzt kommen wir. Vielen Dank. Genau, ja. Ich werde vielleicht einfach nochmal dem Kollegen von einem kleineren Unternehmen, der überlegt, sich Mautic oder eine kommerzielle Software anzuschaffen, empfehlen, nochmal genau das Kleingedruckte zu lesen, weil da mitunter Kostenfallen eingebaut sind in den AGBs, die einem die Fußnägel hochziehen und die, wenn man nicht Rechtsabteilungen hat, die darauf spezialisiert sind, einfach auch sehr, sehr, sehr teuer zu stehen kommen können. Ja. Und bei Mautic ist das ist halt einfach eine ehrliche Kiste. Ja, genau. Ja. Ich denke auch, also das ist auch gerade, wie du gesagt hast, wenn du jetzt ein kleineres Unternehmen hast, also ich persönlich finde das auch, es ist ein Alleinstellungsmerkmal von Mautic, dass man, wenn man möchte, man kann es bei einer Agentur oder bei irgendeinem Webhoster, aber man könnte auch, wenn man sich das Wissen aneignet oder jemand dazu bezahlt, im eigenen Unternehmen die Installation betreuen oder haben und man ist Herr über seine Daten und man ist eben nicht von irgendeinem Anbieter abhängig, der was auch immer irgendwann macht und auch, du hast vorher auch gesagt, Sicherheit oder auch, wie ging es dir ja auch um die personenbezogenen Daten, wenn man als Firma auch sagen kann, wir haben unser Mautic bei uns in der Firma, also es gibt gar keinen externen Anbieter, wo Daten hingehen, ist das ja auch rund um DSGVO auch entspannter. Also wieder ein Punkt für Mautic. Auf jeden Fall. Weiter so. Genau, ja, super. Ja, dann, wenn es jetzt nichts mehr an Fragen gibt, ansonsten, wir haben ja deine Kontaktdaten eingeblendet, können die Leute sich melden, also auch wenn sie später vielleicht die Aufzeichnung dann irgendwann mal angucken, gibt es ja auch irgendwann bei YouTube mal und vielleicht kommen dann da noch später irgendwelche Fragen. Ja, super. Und Sebastian, danke für deine Zeit, fand ich spannend. An die Zuschauer, Zuhörer, viel Spaß noch in der Mauticon und dann vielleicht sehen wir uns gleich im nächsten deutschen Vortrag. Also bleibt da einfach in diesem Channel und dann seht ihr meine Nase und den nächsten Vortrag vom Sven Döring. Gut, tschüss zusammen.